Sehr schön. Dann können wir also davon ausgehen, dass die Landessubventionen fließen werden. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Was haben Sie denn da? Das Formular für die Grundstücksübertragung. Der Name Ihrer Scheinfirma ist schon eingetragen. Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Entschuldigen Sie, ich hatte fast vergessen, dass Ihre Familie davon nicht Wind bekommen darf. Ja, dann denken Sie in Zukunft vielleicht daran. Keine Sorge, schließlich habe ich auch ein Interesse daran, dass Sie den Laden wieder übernehmen. Ja, und das werde ich, sobald diese Subventionsmittel in meiner Kriegskasse gelandet sind. Ihnen ist schon klar, dass Sie auf diesem Dokument die Unterschrift von einem der Prokuristen brauchen? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Die verehrte Elisabeth von Lahnstein scheint eine sehr misstrauische Person zu sein, vor allem wenn es um Sie geht. Sie könnten es natürlich auch bei Tristan oder Becker versuchen, aber ich glaube nicht, dass die beiden etwas unterschreiben werden, ohne vorher mit der Matriarchin zu sprechen. Hören Sie, Sie halten die Ministerin in der Spur, ich erledige den Rest. Eine Flasche Single Malt, dass Sie nicht an diese Unterschrift kommen. Verzeichnen Sie bitte, Graf, ich habe Sie angestupst. Justus, wer verreist? Das ist das Gepäck von Gräfin Elisabeth. Was denn, das alte Scheusal macht Urlaub? Die Gräfin plant eine Geschäftsreise, Graf. Danke, Justus. Na, wer sagt's denn? Mit Tristan und Rebecca werde ich spielen fertig. Sie können den Single Malt schon mal ordern. Jetzt, wo ich wieder fit bin, können wir doch mal ausgehen, oder? Weißt du, das ist gerade ein bisschen schwierig bei mir. Ach so? Tja. Einer von euch beiden Trotteln wird's jetzt werden. Na, führst du Selbstgespräche? Hört dir sonst keiner mehr zu, hm? Ach, Tanja, schließ doch nicht von dir auf andere. Was machst du hier? Hast du Sehnsucht nach einem richtigen Arbeitsleben? Hey, ich leite die Lahnsteinbank. So wie immer. Als Frühstücksdirektor. Ohne Elisabeths Erlaubnis darfst du nicht mal Büroklammern bestellen. Mag ja sein, dass es dir Spaß macht, kleine Praktikantin durch die Gegend zu scheuchen, aber im Grunde genommen bist du doch auf dem Abstellgleis, nicht wahr? Zu blöd eben, dass die Nummer mit den Pestiziden nicht funktioniert hat. Hätte echt was werden können. Ich bin gespannt, was du dir als nächstes einfallen lässt. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ach komm schon, Ansgar, wir wissen beide, dass du die Entmachtung nicht einfach so hinnehmen wirst. Du hältst schon extrem lang die Füße still. Tja, auch wenn es dich jetzt enttäuscht, Tanja, ich füge mich der neuen Familienraison. Mach ganz einfach meine Arbeit. Egal, was du machst, ich werde es herausfinden und dir einen Strich durch die Rechnung machen, das verspreche ich. Ich unterbreche euer Getuschel nur ungern, aber Elisabeth wartet im Büro auf uns. Ich werde circa 2 Wochen weg sein und wahrscheinlich bin ich auch ab und zu telefonisch schlecht zu erreichen, denn mein Terminkalender ist voll. Deshalb habe ich während meiner Abwesenheit Tristan und Rebecca die Verantwortung übertragen. Ja, meine erste Station wird Japan sein. Ich gebe dort im Fernsehen ein Interview für ein Modemagazin. Wer hätte gedacht, dass man mit diesem Ökokram so viel Wind machen kann? Zum Beispiel ich oder Elisabeth. Eben Menschen, die ein Gespür haben für Trends. Warten wir es ab. Nächste Saison wird niemand mehr von LCL Green sprechen. Tanja, wenn ich dich so sprechen höre, könnte ich fast glauben, du hast gar kein Interesse daran, dass diese neue Modelinie ein Erfolg wird. Naja, hätte ja auch fast geklappt. Ja, wenn ich dann wieder da bin, dann sollten wir eine neue große Kampagne für LCL starten. Frau Berg weiß Bescheid und es sind schon einige PA-Agenturen angeschrieben, die Vorbereitung dazu treffen. Also, ich hätte einige Vorschläge. Wer sind meine Ansprechpartner? Das geht alles über den Schreibtisch von Frau Berg, die sich mit Rebecca abstimmen wird. Also, Sie können Ihre Ideen gerne beisteuern. Entschuldigung, das ist total ineffizient. Wieso kann ich nicht direkt mit den Leuten reden? Weil deine Meinung hier niemand mehr interessiert, Tanja. Und für diese neue Image-Kampagne brauchen wir natürlich auch ein neues Gesicht für LCL. Und auch darum werden sich Tristan und Rebecca kümmern. Wenn ich hier nichts zu tun habe, dann kann ich auch 2 Wochen Urlaub machen. Mal ganz im Ernst, warum fliegst du nicht einfach mit? Ich meine, wenn es jemanden gibt, der LCL perfekt nach außen vertreten kann, dann ist es auch Tanja. Du glaubst ja wohl nicht, dass ich Elisabeth den Kosmetikkoffer hinterher trage und ihr Kaffee bringe wie eine hirnlose Assistentin. Die Idee gefällt mir immer besser. Habt ihr eigentlich vergessen, dass LCL ohne mich nicht existieren würde? Warum? Weil wir dir so dankbar sind, darfst du mit auf große Promotour. Und das Allerschönste an all dem ist doch, eine Tanja unter ständiger Beobachtung kommt gar nicht auf die Idee, sich irgendwelchen Blödsinn einfallen zu lassen. Wunderbar, dann wäre das ja auch geklärt. Witzig. Das könnt ihr vergessen. Ich lasse mich nicht rumkommandieren. Tanja, haben Sie vergessen, dass ich hier die Chefin bin? Und dass Sie mit nach Japan kommen, ist kein Witz, sondern eine Feststellung. Lahnstein. Herr Mertens. Wann bekomme ich meine Flasche Single Malt? Träumen Sie weiter. Verraten Sie mir, was Sie vorhaben. Ja, ganz sicher. Na gut, dann überrasche ich Sie jetzt mal. Ich kann nämlich Gedanken lesen. So. Mhm, ist ein verblüffendes Talent.
Und es sagt mir, dass Sie Ihre Familie, allen voran Tanja und die werte Elisabeth von Lahnstein, auf eine Reise schicken werden. Vielleicht nach Japan? Und das würde ich tun, weil... Weil Sie sofort rauskriegen würden, was es mit der Grundstücksübergabe und Ihrer kleinen Scheinfirma auf sich hat. Jetzt verrate ich Ihnen mal was. Rebecca ist diejenige, die mir mit ihrer Unterschrift aushelfen wird. Tristan. Cousin. Und Sie glauben nicht, dass sie sich mit ihrem Bruder beraten wird? Auch wenn er einen sehr merkwürdigen Frauengeschmack hat, den hauen Sie nicht so leicht übers Ohr. Oder schicken Sie ihn auch auf eine Reise. Sie haben ja wirklich eine blühende Fantasie. Falls es mal mit der Politik nicht mehr klappt, können Sie ja professioneller Geschichtenerzähler werden. Einen schönen Tag noch. Ebenso. Ich glaube kaum, dass es da noch irgendwas zu verbessern gibt. Graf Lahnstein? Und Sie sind Gina Schmitz, das neue Model von LCL Green, richtig? Wow, Sie sind ja bestens informiert. Ich weiß alles, was in dieser Firma vor sich geht. Und wenn da noch eine schöne Frau eine Rolle spielt. Sie sind doch der Chef der Lahnstein Bank. Entscheiden Sie auch über meine Gage? Indirekt. Aber ich kann auch ganz direkt dafür sorgen, dass Ihr Konto ein bisschen aufgepolstert wird. Verstehe. Das hört sich aber nicht so an, als ob es nur um Modefotos geht. Nicht nur schön, sondern auch intelligent. Das gefällt mir. Damit das klar ist, ich bin ein seriöses Model. Ich drehe keine Pornos. Selbstverständlich nicht. Wofür halten Sie mich? Wissen Sie, mein Cousin Tristan hat eine schwere Zeit hinter sich. Pech mit Frauen, eine gescheiterte Ehe. Ich erspare Ihnen die Details. Ich möchte, dass er sich mal wieder richtig amüsiert, ausgeht, feiert, das Leben genießt. Sie wissen, was ich meine. Sie wollen also, dass ich ihn ablenke? Und mit dem Party mache. Mit allem, was dazugehört. Und ich bin mir sehr sicher, dass eine Frau wie Sie weiß, was ein Mann wie Tristan mag. Ja, klar. Das hört sich nach jede Menge Spaß an. Schön. Dann sind wir uns also einig. Also, wenn ich Koks besorgen soll, dann kostet das extra. Was denn für einen Job, der so viel Spaß macht? Tja, ich möchte eben nicht nur mein Bankkonto aufpolstern. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Man hier nie seine Ruhe hat. Was willst du hier? Es gibt nichts mehr zu reden. Du hast mir vielleicht nichts zu sagen, aber ich dir. Ja, es tut dir leid, das mit Berten zwar ein Riesenfehler, bla 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 bla. Den Text kann ich langsam auswendig. Ich will die Scheidung. Was guckst du so? Das wolltest du doch immer. Ja, ich bin nur überrascht, dass du es endlich gecheckt hast. Besser spät als nie. Mhm. Dann ist es geklärt. Das Daueraufenthaltsrecht habe ich jetzt und alles ist gut. Gut. Je schneller wir uns einig sind, desto schneller geht das Ganze. Gut. Du kriegst einen Pass von meinem Anwalt. Sebastian ist noch in New York und jetzt muss ich dich begleiten. Emma war außer sich. Emma ist bei ihrem Kindermädchen in den besten Händen. Ah ja, stimmt. Du musst es ja wissen. Du warst ja auch mal Mutter irgendwann. Tanja, ich kümmere mich so oft um sie, wie es geht, ja? Wie wär's, wenn du Elisabeth einfach begleitest? Damit wäre uns allen geholfen. Ja, vor allem dir, damit du hier deine Machtfantasien ausleben kannst. Rebecca wird hier die Stellung halten, zusammen mit Tristan. Hm? Ich verlasse mich auf euch. Mach dir keine Sorgen. Ja, wir haben alles im Griff. Und du planst irgendwas, oder? Tanja, du wirkst ein wenig verspannt. Weißt du, ich glaube, so eine Reise kann da Wunder wirken. Der Wagen steht bereit, Gräfin. Danke, Justus. Ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ach, ich komme noch mit raus. Gut. Ich würde gerne einen Blick auf die letzten Quartalszahlen werfen. Sagen wir mal, bis morgen früh. Na klar, gern. Wow, Sie haben echt nicht zu viel versprochen. Gina, waren wir verabredet?
Sie haben doch gesagt, ich soll mir das Schloss ansehen. Eine private Schlossführung mitten am Tag. Kaum, dass Lisbeth durch die Tür ist. Wenigstens habe ich ein Privatleben. Kommen Sie. Nein, nein, für dich habe ich immer Zeit, Kim. Was ist denn los, Ärger mit deinem Gaucho? Du hattest die ganze Zeit recht. Er hat mich nicht verdient. Moment mal, du gibst mir freiwillig recht, dann mache ich mir aber wirklich Sorgen. Brauchst du nicht, mir geht's gut. Ja, du siehst doch gut aus. Irgendwie verändert. Neuer Lippenstift oder hast du die Haare irgendwie anders? Ich habe nachgedacht. Darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Hey, deine Zukunft kann nur rosig sein, wenn sie nichts mit diesem Loser zu tun hat. Ja, das habe ich auch gedacht. Und deshalb habe ich das hier besorgt. Hey, hey, hey. Das ist ja mal eine Überraschung. Hey, könnte von mir sein. Ist ja auch deine Idee gewesen. Ich weiß. Aber bis jetzt warst du noch nicht so weit. Also, hilfst du mir, das durchzuziehen? Na klar, nichts lieber als das. Gut. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Klar. Du bist dir sicher, dass du nichts mit deinen Haaren gemacht hast? Ja, Rebecca, ich brauche ein paar Unterschriften von dir. Ja, ich habe Lisbeth schon gesagt, dass das nervend wird, aber... Ja, natürlich für die Bank. Lisbeth ist über den Wolken, Tristan geht nicht an sein Telefon, also bleibst nur noch du. Und ja, es muss heute sein. Wie? Das war's jetzt, oder was? Dann solltest du dich beim nächsten Mal nicht so ins Zeug legen. Ich will noch eine zweite Runde. Ich hab noch zu tun. Arschloch. Nein, ich werde nicht viel von deiner kostbaren Zeit in Anspruch nehmen. Richtig. Ich bereite alles vor und komm rüber zu dir, okay? Bis gleich. Was verdammt noch mal machen Sie denn hier? Haben Sie diesen kleinen Idioten schon schachmatt gesetzt? Das Koks hat ihn völlig kalt gelassen. Was? Ja, er ist durch mit dem Zeug. Gott, der Kerl wird mir immer unsympathischer. Im Moment, und warum wälzen Sie sich dann jetzt nicht mit ihm in den Kissen? Er ist im Bad. Kriege ich jetzt mein Geld? Wofür genau? Für meinen vollen Körpereinsatz? Schätzchen, die Verabredung war, dass Sie den Kerl bis heute Abend außer Gefecht setzen. Haben Sie das geschafft? Nein, aber ich... Also, dann lassen Sie sich mal ganz schnell was Neues anfallen, sonst wird hier gar nichts aufgepolstert. Von wegen leicht verdientes Geld. Sie Arschloch. Weißt du was? Es gibt wirklich Wichtigeres als Arbeit. Wo war ich stehen geblieben? Verdammt nochmal, so lang kann das doch nicht dauern. Ja. Ich störe Sie wirklich nur äußerst ungern. Aber ich wusste nicht, dass... Was gibt's denn? Ich habe wenig Zeit. Es geht um eine äußerst heikle Angelegenheit. Zur Sache. Graf Tristans Verhalten gibt Grund zur Sorge. Sehr gut, dass Sie mich gleich gerufen haben. Wo ist er? Bitte folgen Sie mir. Runde.
Justus, ihr alter Spanner. Hätte ich mir ja denken können. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ich mache mir doch nur Sorgen um Sie. Möchten Sie auch was trinken? Nein, danke. Warum das denn? Uns geht's blendend. Guckst du denn so? Du bist doch nicht aber neidisch, oder? Okay, danke, Justus. Ich übernehme das hier. Kann ich sonst aber nicht. Nein, vielen Dank. Sie haben mir bereits genug geholfen. Vielen Dank. Das ist eine super Party. Es war wirklich eine tolle Idee mit der Party. Das freut mich, aber jetzt ist sie vorbei. Also. Nein, die Party ist nicht vorbei. Kommen Sie, setzen Sie sich dazu. Nehmen Sie auch was vom Koks. Schließlich haben Sie es ja bezahlt. Wenn Sie nicht einfach mal die Klappe halten. Nein. Was? Nein, das Koks bezahlt. Du hast das mit dem Koks, oder? Du hast mir eine Falle gestellt, habe ich recht? Was hast du vor? Du miese Drecks.